übrigens, wundert euch nicht, dass ich so mich ein bisschen fertig gemacht habe, zurecht gemacht habe, muss ja auch mal sein. Heute ist Galaabend, ich muss in 15 Minuten los und dachte mir, dieses Video kann ich jetzt noch schnell drehen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ein echter YouTube-Fan, der ständig YouTube guckt, hat bestimmt schon den Hype entdeckt. WhatsApp Songtext Prank. Und dieses Video werde ich jetzt auch drehen. Ich hatte so Bock, auch meine Freunde zu verarschen. Wenn ich weiß, wie dieser Prank funktioniert, und zwar nimmt man sich da irgendeinen Songtext raus. Am besten ist es, wenn man einen englischen Songtext nimmt und den ins Deutsche übersetzt. Weil sonst haut es nicht so ganz hin. Und das habe ich gemacht. Ich habe meinen Freunden diesen Songtext geschickt. Und die haben dann natürlich gefragt, was ist los, was ist passiert? Laura, ist alles okay mit dir? Und ich habe mich so am Arsch gelacht. Es war so lustig. Ich hätte wirklich den Moment aufnehmen sollen. Es war so lustig, Leute. Glaubt mir, es ist so, so, so geil. Also macht es einfach mal aus Spaß, wenn ihr Bock habt. Es war so lustig. Dann fangen wir mal an mit meiner ersten Freundin. Das war auch mein erster Fail. Also gleich mein erster Prank ist in die Hose gegangen. Achtung. Lisa, hast du kurz Zeit? Klar, was gibt's? Man sagt, nichts hält für immer, doch ey, warum denn nicht? Was ist passiert? Und sorry, bin noch nicht dazu gekommen mit deiner Memo. Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn? Wie's war, weiß ich morgen. Okay, komm, lass da hin. Wir sind groß. Nicht dein Ernst. OMG. Lach, lach, lach. Sie hat das dann sogar gemerkt und hat diesen Songtext einfach weitergeschrieben. Ich hätte das niemals gemerkt und dann auf einmal schreibt sie, wir sind groß. Mein zweiter Prank, den ich mit meiner Cousine gemacht habe, hat mega gut geklappt. Die war einfach richtig geschockt und ich musste die ganze Zeit so lachen. Und ich konnte das einfach nicht durchziehen, aber ich habe es geschafft. Und das Beste an dieser Sache war auch, meine Familie war gerade bei ihrer Familie und dann schreibt sie, Laura, geht's dir gut? Deine Mom ist hier. Und ich so, bitte. What do you mean? Yes, but you wanna say no, what do you mean? Hä? Laura? Alles okay? You don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Laura, hast du getrunken? I swear, mach mir keine Angst. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Laura, geht's dir gut? Deine Mom ist hier. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Ich will mich nicht ändern, um dir zu imponieren, nicht den ganzen Abend Probleme zu diskutieren. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Hahaha, der Fisch. Lach. Laura, wusstest du schon, dass wir Großtanten werden? What? Diesen Prank fand ich am geilsten von allen. Und zwar habe ich einem Kumpel von mir geschrieben. Oh mein Gott, guckt es euch einfach selbst an. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich will nur noch hier raus. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was los? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Laura, sprich Klartext. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? Hast gekifft? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Although time may take us into different places. Der hat sich einfach so Sorgen gemacht und dachte sich so, oh mein Gott, Laura, hast du gekifft? Das Beste war, nach einer Zeit hat er einfach nicht mehr geantwortet. Wenn ich jetzt ein echtes Problem gehabt hätte, dann... Ein weiterer Prank habe ich bei der Letty gemacht, mit der ich auch mein letztes Video gedreht habe.
Oh mein Gott, und bei ihr war es richtig schwer, das durchzuhalten, weil sie hat sich richtig Sorgen gemacht und die ganze Zeit, oh, habe ich was falsch gemacht, habe ich was falsch gemacht? Ich so, mein Gott, ich habe mich so im Arsch gelacht. Ich zeige euch das auch mal gerade eben. Was ist los? Hallo? Hallo? Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Was? Von was redest du, Doofschau? Lauf's. Ich meine, Laura. Ist immer so, als wär's ganz leicht, weil du mir helfen willst, wenn ich nicht weiter weiß. Hä? Das ist nett von dir und ich schätze das sehr, doch es bringt mich nicht weiter. Meinst du das ernst? Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Ich bin gerade voll geschockt. Hab ich was gemacht? Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein. Zwischen den beiden steh ich, zwischen den beiden steh ich. Ja, alles klar. Schön verarscht. Haha. Mark Forster. Bauch und Kopf. Lach, 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 lach. Ha, 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 ha. Am Schluss hat sie diesen Prank leider auch erkannt, aber es war so, so lustig einfach. Ein weiterer Prank war bei meiner anderen Cousine. Und der war auch ziemlich gut, weil ich am Schluss einfach mal einen schönen Mittelfinger bekommen habe. Da nochmal an dich. Im Grunde waren wir doch schon auf Einsamkeit trainiert und haben jeden Wink mit dem Zaunfall ignoriert. Das geht mir unter die Haut. Laura, alles okay? Laura, du machst mir gerade Angst. Geht es dir gut? Wir haben schon ein, zwei Kriege geführt. Haben schon drei, vier Zimmer demoliert. Sehr lustig, fetter Mittelfinger. Im ersten Prank habe ich halt gemerkt, dass das auf Deutsch irgendwie nicht mehr so ganz funktioniert und habe dann einfach ein paar englische Songtexte ins Deutsche übersetzt und dann habe ich halt weitergemacht und es hat besser geklappt. Ich fand einfach, das Durchziehen war das Schlimmste. Also im Großen und Ganzen war dieses Video der Oberhammer und das Lustigste, was ich seit langem mal wieder gemacht habe. Ich glaube, ich sollte öfters mal solche Prank-Videos drehen. Also wenn ihr Lust habt auf einen Teil 2, dann schreibt mir das doch bitte unten in die Kommentare. Also ich hätte mega Bock drauf. Da ich noch andere Freunde habe, ja, ich habe Freunde, die ich auch so gern noch verarschen würde. Übrigens, schreibt mir doch auch mal, wie ihr mein Make-up findet. Ich habe mir nämlich ein bisschen Mühe gegeben gerade. Und der Lippenstift ist übrigens auch der von MAC, den ich in meinem Marokko Shopping Hall gezeigt habe. Falls ihr von diesem Prank einen Teil 2 wollt, schreibt mir das doch auch sehr gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!